So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei Gothic 1 und wir sind auf Crawlerjagd und Zahnradsuche. Ja, das eine ist mit dem anderen eng verbunden und hier könnte der besagte Nebenschacht sein. Aber da wäre ich ja fast gerade runtergefallen. Und da unten sind Minecrawler. Da gehe ich jetzt noch nicht hin. Erstmal schaue ich mich hier oben um. Denn hier scheint es auch die ein oder andere Spielerei zu geben. Da bahnt sich nämlich so langsam, aber sicher so eine, ja, Holztreppe nach oben. Der möchte ich doch mal folgen. Hier auch wieder Erzklumpen, die kein Mensch braucht. Oh, ja. Kommen wir denn hier? Ach, hier an der Seite kommen wir lang, ne? Ja, gar kein Problem. Hier haben wir einen Erzbrocken, Spitzhacke und einen Trank. Jetzt einer wohl erwischt beim Hacken, ist ja ohnmächtig geworden. Herzkasper, Ende im Gelände. So, hier. Oh. Ja, die Frage ist, bringt mir das was, wenn ich jetzt da hinten hinspringe? Oder bringt mir das gar nichts? Ich weiß halt echt nicht, ob mir das was bringt. Ach komm. Lassen wir es bleiben. Was soll da oben schon Besonderes sein? Vielleicht ein Goldbeutel oder so. Habe ich jetzt hier überhaupt keine Nerven, mich da irgendwie hoch zu quälen. Es reicht jetzt völlig aus, wenn wir jetzt hier uns unten um die Minecrawler kümmern. Wow. Meine Fresse. Wir wissen auch nicht, wann man aufhören sollte. So, das ist der kaputte Stampfer. Nur wo ist das Zahnrad? Ach, hier. Zahnrad. Fein. Shit. Rabenkraut. Ich glaube, das bringt Mana. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Ja, wo war das Problem? Easy, hätte ihn doch selber machen können. Aber dafür hat er dann wahrscheinlich nicht den nötigen Schneid. Hier geht's übrigens tatsächlich noch weiter. Aber, ja, hier ist auch Sackgasse. Ja. Das sieht hier... Das sind hier irgendwelche Ecken, wo man sich festhaken kann. Ja, der Zahnradauftrag, der war überraschend einfach. Die Minecrawler hier unten überhaupt gar kein Problem. Natürlich in der Hinsicht problematisch, dass man, wenn man hier runter geht, erstmal mit dem Rücken zu den Viechern steht und die dann erstmal ein paar Hits ins Gesicht hauen. Wow. Mann, 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 was ist das denn hier für eine Kacke? Da kann man sich sehr, sehr wehtun. So, das war die falsche Treppe. Ich glaube, das ist beabsichtigt. Das auch. Wow. Ich würde jetzt gerne hier hoch. Oder hier. Nein, auch das geht nicht. Wir müssen die Treppe nehmen. Das geht nicht, die geht nicht. Was ist denn das? What the fuck? What the fuck? Wieso komme ich da nicht hoch? Muss ich tatsächlich Heiltränke süppeln. Wie der letzte Mensch auf Erden. Das ist wohl der eigentliche Hartmut. So, jetzt müssen wir die Treppe erstmal wieder hochbekommen, ja, weil das war ja letztes Mal schon schwer genug. So.
Hier geht's nicht hoch. Nee. Tja, liebe Leute. Ist das hier ein Bug? Oder ist das, weiß ich nicht. Hier, das geht nicht. Neu laden. Vielleicht ist das ein Fehler. Wow. Wow, wow, wow. Muss ich da tatsächlich hier von da hinten rüberspringen? Weil es anders nicht geht. Scheint mir fast so. Ob das wirklich so gewollt ist, dass man da so nicht mit der Leiter hochkommt? Ich weiß es nicht. Muss ja so sein, weil ihr habt es ja gesehen. Wir hatten keine Chance, da hochzukommen. Keine Ahnung, ob das ein Bug war oder ob das wirklich so gewollt ist. Man muss ja erstmal davon ausgehen, dass es so gewollt ist, ja? Also, dass da tatsächlich sich die Leute gedacht haben, so, der soll nicht über die Leitern hochkommen, weil die irgendwie so ein bisschen kaputt sind. Tja, und dann sagen wir es doch einfach mal so, der muss dann hier den großen Sprung wagen. Was dann natürlich auch den Sinn der Holztreppe, ja, ergeben würde, die dann nach oben führt, weil nur für den einen Trank und das Skelett, was man da begutachten konnte, naja, wer weiß das schon. Ich habe das Zahnrad, Ian. Ich habe das Zahnrad. Hey, gut gemacht. Ich denke, das wird klappen. Nun zu dir. Du suchst das Nest der Mindcrawler. Geh mal zu Asghan. Er soll das Tor öffnen, damit du die dunklen Schächte durchsuchen kannst. Sag ihm einfach, alles wird gut. Dann wird er wissen, dass ich die Erlaubnis gegeben habe. Diese Codewörter, ne? Ich schau mich mal um. Mach keinen Ärger. Diese Codewörter, da hat Ian wohl ein Fable zu, für Ian und Diego, beide. Ja. So kann man ganz schnell nach unten kommen. Ach Gott, jetzt muss ich natürlich hier wieder anfangen, wow. Leck mich. Das ist jetzt ja nervig. Wenigstens wissen wir jetzt, wie es funktioniert. Zack, zack, zack und Sprung. Ja. Kann nicht jedes Mal beim ersten Mal funktionieren. Och Gott, ist das nervig. Nur weil ich mich gerade um einen Schritt vertan habe, um einen verdammten Schritt und einmal nicht gespeichert habe, direkt nachdem ich irgendwas getan habe, bereue ich es direkt. Da klatscht das Spiel dann doch tatsächlich wieder die direkte Brutalität ins Gesicht. Mann, 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 Mann. Aber das ist ja auch alles so hackelig und huckelig und eckig. Da sieht man oft gar nicht, wo irgendwelche, ja, wo die Wege zu Ende sind und wo sie weitergehen hier. Also das ist teilweise, weil die so komisch gebaut sind. Da kann man sich ganz, ganz schnell sein eigenes Grab schaufeln, wie ich es ja gerade auch vorhin selber getan habe. Und ihr seht, da geht es Kilometer tief. Hier hast du dein doofes Zahnrad. Immer noch das Ding. So, Ende. Ich schau mich mal um. Speichern. Jetzt geht's nach unten. So, und hier geht's nämlich runter und nicht ein bisschen weiter links. Da war dann nämlich Schluss mit lustig und Ende im Gelände. Da ging's dann 2 Kilometer bergab und in den schnellen Tod. Aber vorher konnte man dann nochmal ein bisschen hier die Aussicht genießen. Die 5 Sekunden, die man da tatsächlich gebraucht hat, bis man dann irgendwann unten angekommen ist. Ein Gardist. 2 Buddler. Ein Gardist. Buddler. Buddler. Niemand, der mir irgendwie Informationen geben könnte, die ich brauchen würde. Buddler. Gonakosch. Erwache. Erwache. Was machst du hier? Ich jage Mindcrawler. Kannst du mir was über die Crawlerjagd erzählen? Beim Crawlerjagen gibt's nur eine Regel. Wenn du sie siehst, lauf auf sie zu und töte sie, so schnell du kannst.
Kämpfe ohne Furcht und töte ohne Gnade. Jawohl, ich werde es tun. Templer? Ach, Gornavid, das ist er ja. Erwache. Ich suche das Nest der Minecrawler. Hier in der Mine gibt es viele Höhlen neben dem Hauptschacht. Aber dort haben wir noch kein Nest gefunden. Das ist also die besondere Hilfe, erwache, die mir Korkalom von Gornavid versprochen hat. Das war aber gar nichts. Viper. Ich glaube, der Busch hat ganz, ganz viel Erz im Inventar. Ach, guck mal. Da müssen die armen Orks hier die Riesenpresse da betätigen. Ich habe gehört, du bist der Schmelzer. Du bist ja ein ganz schlauer Bursche. Ich habe gehört, ihr schmelzt nur einen Teil des Erzes ein. Früher haben wir alles Erz eingeschmolzen. Aber damit waren Gomez und die Magier nicht einverstanden. Wochenlang haben sie sich herumgetrieben und haben das Erz und alles andere untersucht. Sie haben hier rumgeschnüffelt und ihre feinen Nasen in Sachen gesteckt, von denen sie keine Ahnung haben. Das Ende vom Lied war, dass wir nur noch einen Teil des Erzes einschmelzen. Die Magier sind nicht mehr heruntergekommen. Kannst du mir Erz geben? Wenn du mir Waren geben kannst. Siehst du? 750, ich wusste doch. Der hat eine ganze, ganze Ecke an Erz. So, was geben wir ihm denn Schönes? Zack, 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 zack. Besteck kann er auch haben. Das waren zu viele Pokale. Nee, das waren nicht zu viele Pokale. Jetzt Wolfsfälle. Und jetzt noch ein. Eine Fackel. Ich hoffe, du hast Freude mit den Waren, die ich dir gegeben habe. Ja, der arme Ork. Zwangsarbeit. Der will auch nicht mit mir reden. Die werden bestimmt nicht gut behandelt. Ach hier, Garp. Was macht der Ork hier? Die Gardisten haben ihn gefangen. Seitdem wird er hier zur Arbeit gezwungen. Er ist ja noch nicht mal angekettet. Warum haut er nicht einfach ab? Er hat es einmal versucht. Die Gardisten haben ihm so stark zugesetzt, dass er ein paar Wochen nicht laufen konnte. Seitdem hat er nie wieder versucht zu fliehen. Ich hab gesagt, dass sie ihn nicht gut behandeln werden. Ich hab's gesagt. Ach, keine Ork-Freunde. Ich würde den Ork ja befreien, wenn ich könnte. Aber ich glaube, die ganze Mine abschlachten, das wäre außer Verhältnis. So, hier haben wir ein bisschen Kraut, aber ich glaube, da geht's nicht weiter, ne? Sieht zwar interessant aus, aber... Oder doch, es geht hier tatsächlich noch ein bisschen weiter. Sieh mal einen an. Speichern. Vielleicht finden wir hier ein paar Minecrawler, ja. Hi, my friend. Ich finde ja wirklich gar nichts, ne? Das ist ja wirklich ein Witz. Die können ja wirklich gar nichts, aber die bringen auch echt keine EP, ne? 130. Das sind quasi bessere Wölfe. Also die sind wirklich sehr leicht zu töten, auch für den Anfang. Auch mit einer schlechteren Waffe wäre das wirklich gar kein Problem. Ach, hier bekommt man den Steinbrecher, eine sehr starke Waffe für den Anfang. Die habe ich damals auch eigentlich immer, glaube ich... Nee, ich habe mir die damals schon vorher gekauft. Wir können mal kurz gucken. Ja, 37 Schaden. Braucht halt sehr, sehr viel Stärke dafür. Also die guten Waffen, die teuren, edlen Waffen erkennt man halt daran, dass sie entsprechend Schaden machen und man wenig Stärke braucht, um sie zu führen. Zum Beispiel hier. Den Steinbrecher, das ist jetzt Relation 26 zu 37. Meine Waffe ist auch nicht so krass, 70 zu 85. Aber hier, Laris Axt 45 zu 65, das ist zum Beispiel sehr erheblich. Ich überlege gerade, ob es tatsächlich auch Waffen gibt, die im Verhältnis Stärke
zu Waffenschaden 1 zu 2 sind. Weiß ich gerade gar nicht. Zum Beispiel eine Waffe, für die du 20 Stärke brauchst, aber die 40 Schaden austeilt, das wäre dann halt so ein Verhältnis 1 zu 2, was extrem stark wäre und eine extrem gute Waffe wäre. Die schlechtesten Waffen, das sind halt dann echt die Ork-Waffen, die dann, glaube ich, 1 zu 1 sind oder sogar, keine Ahnung, mehr Stärke brauchen, als sie Schaden machen. Hier ist noch ein Ork, der nicht mit mir reden will. Gardist. Ich sehe, der Stampfer ist schon repariert. Ja, wenn es darum geht, die Leute zum Arbeiten zu bringen, sind wir ziemlich schnell. Na dann. Freut mich. Buddler, Buddler. Buddler. Nur Buddler. Die ganzen Pilze. Alle einsammeln. Kraut. Auch im Buddler. Gut, Leute, ich mache hier kurz einen Cut. Wir machen im nächsten Part weiter und dann schauen wir mal, was hier unten noch so Schönes auf uns wartet. Irgendwo muss dann ja auch noch dieser gemeinte Hauptschacht sein. Die dunklen Schächte, wo es dann zu dem Nestern geht. Oder weiß der Kuckuck wohin? Macht's gut, ciao.